Die Drohnendebatte. Was hat die mit Digitalpolitik zu tun? Die Drohnendebatte ist ein klassisches Beispiel dafür, wie sich eine Technologieentwicklung, die sehr viel im digitalen Raum an Repräsentanz hat und die auch uns sehr, sagen wir mal, direkt angeht, nämlich die Entwicklung von Drohnen, plötzlich anfängt, so für andere Politikbereiche sehr relevant zu werden. In dem Fall halt tatsächlich militarisierte Außenpolitik. Kurzabriss, worum geht es eigentlich? Eine Drohne heutzutage besteht quasi aus einem ferngesteuerten Flugzeug. Es gibt zwei Möglichkeiten der Kontrolle, entweder über eine Funkverbindung vom Boden, das ist dieser rote Pfeil, oder über eine Funkverbindung über einen Satelliten, das ist der gelbe Pfeil. Rechts sieht man, wie so eine Satellitenschüssel in so einer Drohne aussieht. Die schwenkt dann halt jeweils immer mit, je nachdem, wo sich die Drohne relativ zum Satelliten befindet. Die Drohne selber ist heutzutage halbautonom. Das heißt also, die wird halt nicht mehr komplett ferngesteuert. Also das heißt, es ist halt nicht mehr so, dass der da am Knüppel rüttelt in seiner Drohnenzentrale und dann fliegt die irgendwo hin, sondern die kriegt Befehle, die abstrakt sind. Mal so ein Überblick darüber, was ist so ein typisches Drohnenhersteller Produktportfolio, ist in diesem Fall die deutsche Firma EMT Penzberg. Die machen so alles zwischen so kleiner Polizeidrohne da oben, die so 25 Minuten fliegt, die so, naja, so ein bisschen besser ist als so die Hobbydrohnen, die wir so basteln und so rumfliegen, bis unten halt zu diesen X-13, die dann so 6 Stunden rumfliegen oder die Luna, die halt so 12 Stunden fliegen und auch nochmal richtig Reichweite haben. Das ist, was die Bundeswehr gerade fliegt, ist eine israelische Heron, die kann 52 Stunden in der Luft bleiben, womit wir auch schon beim ersten interessanten Unterschied sind zu bemannten Flugzeugen. So eine Drohne kann wirklich richtig lange da oben rumhängen. Die Reichweite 350 Kilometer ist dadurch bedingt, dass die keinen Satellitenablink hat. Das heißt, also, die wird halt durch vom Flugzeug aus oder von Bodenstationen gesteuert. Das neueste Spielzeug der Bundeswehr ist der sogenannte Global Hawk. Ist eine amerikanische Drohne, die nach NATO-Spezifikationen umgebaut wurde. Die hat 25.000 Kilometer Reichweite, ist also satellitengesteuert, passt ein knapp 1,5 Tonnen Abhörequipment rein, also spezifisch ist die Modifikation der deutschen Drohne, also der Eurohawk, darauf ausgerichtet, dass sie unter anderem auch Equipment zum Abhören von Funktelefonsystemen an Bord hat, die dann auch schon mal über deutschem Luftraum getestet werden, im Übrigen. Die fliegen so fast 20 Kilometer hoch, das heißt also von da aus sieht man halt quasi ein ganzes Land. So sieht so ein Ding von innen aus. Die geben sich manchmal auch Mühe mit ihren Risszeichnungen. So, denn haben vorne halt eine große Satellitenschüssel für die Kommunikation nach unten gerichtet, sind Radar und Kameras. Oben eine fette Turbine, die das Ding antreibt und eine Flügel mit einer riesigen Spannweite. Das Ding segelt mehr, als dass es angetrieben fliegt, wenn es jetzt nicht gerade richtig Geschwindigkeit braucht. So sieht so eine Drohnenkontrollstation aus. In dem Fall ist hier eine Kontrollstation von einer Predator-Drohne. Also das ist so das Brot-und-Butter-Modell, was die Amerikaner fliegen. Wir sehen vorne halt die Bildschirme, wo die Piloten die Drohne, also die Kameras der Drohnen sehen. In der Mitte ist so eine taktische Display, wo sie sehen halt, wo sind andere Drohnen, wo sind ihre Ziele, wo müssen sie hin. In der Mitte unten ist das Recording-Equipment, das heißt, jeder Flug wird aufgezeichnet, also sowohl Videosignal als auch Audiosignal, als auch Feuerbefehle, und dann davor sind halt so die Displays für die taktischen Parameter, also wie liegt das Ding in der Luft, was ist gerade das Kommando, was ausgeführt wird. Das ist so der feuchte Traum von Herrn de Maizière. Da ist die sogenannte Reaper, das ist halt so die erste Drohne, die für den Bodenkampfeinsatz konzipiert wurde, also abgeleitet von der bisherigen Predator-Drohne. Und da passt halt richtig Zeug drunter. Also die Bewaffnung kann halt bis zu 14 Hellfire-Raketen umfassen. Hellfire ist eine Rakete, die mal gebaut wurde, um Panzer zu sprengen und mittlerweile für so ungefähr alles verwendet wird. Oder halt 4 von den Hellfires und 2 große Bomben. Das sind also lasergesteuerte Bomben, dazu halt jede Menge Kamera-Equipment. Das sind so die Dinger, die sie halt in Pakistan fliegen und in Afghanistan fliegen, und in Südamerika fliegen, um gegen die Drogenkartelle vorzugehen. Und sowas will die Bundeswehr jetzt auch haben. Das sind dann also die Folgen davon, halt so Bomben, die dann mal 14 Kinder oder 12 Kinder töten in Pakistan.
Die interessante Frage, was ist denn nun eigentlich der Unterschied? So sieht das, so ein Blick aus so einem normalen Bomber-Cockpit aus. Sitzt einer drin, schmeißt Bomben ab. Worin unterscheiden die sich? Das hier ist das Equipment, was Piloten benutzen, wenn sie länger fliegen müssen, als sie bis zur nächsten Toilette brauchen. Was schon mal den ersten Unterschied klar macht. So eine Drohne kann wirklich lange in der Luft bleiben. Und der Ermüdungsfaktor, also dass der Mensch mal schlafen muss oder aufs Klo muss oder was essen muss, fällt halt nicht mehr ins Gewicht. Das heißt also, die Einsatzkonzepte der jetzigen Drohnensysteme sind darauf ausgelegt, dass permanente Coverage über einem Gefechtsfeld erzielt wird. Das heißt, wenn eine Drohne alle ist oder betankt werden muss, dann ist schon die nächste da und das alles wird mit relativ kleinen Mengen Personal erledigt. Noch so ein Unterschied ist, so eine Drohne kann auch mal gecaptured werden. Hier haben wir ein Bild von einer amerikanischen Sentinel-Drohne, die die Iraner eingefangen haben. Wie ist bisher nicht ganz klar. Offensichtlich ist es ihnen gelungen, entweder die Steuerlogik zu manipulieren oder den Controlling zu übernehmen oder das GPS zu stören. Das heißt also, eine Drohne, wo keiner drin sitzt, also ein Flugzeug, wo keiner drin sitzt, kann eben auch mal vom Feind übernommen werden. Noch ein Unterschied ist die Menge an Technologie, die man da reinbauen kann. Das hier ist von der Projektwebseite des Projekts Gorgon Stare. Was die da tun, ist, die bauen da Instant Multiple Gigapixel Kameras ein, aus denen sie, wenn sie wollen, einzelne Videostreams rausholen können. Und sowas parkt man dann über einer Stadt. Also das ist jetzt tatsächlich die Überwachungstechnologie, die in den nächsten paar Jahren eingesetzt wird. Das heißt also, das wird in einer Drohne, zum Beispiel eine Hubschrauberdrohne oder auch einer Starflüglerdrohne eingebaut. Die kreist dann über der Stadt und dann kann man beliebig zurückspulen. Das heißt also, man kann halt von jedem Fahrzeug, von jeder Person auf dem Boden sagen, wo kommt die denn eigentlich her? Und zwar beliebig lange. Das ist halt so mal so ein Blick darauf. Also die Bodenauflösung aus 6 Kilometer Höhe ist 15 Zentimeter. Das heißt also, man kann auch erkennen, was für ein Typ Auto es ist, welches Farbe es hat. Der Sensor ist Multiple Gigapixel und da kommen wir gleich zu dem ersten Problem. Der Data Link, den die da brauchen, ist halt eher breit. Und die logische Folge davon ist, naja, gut, okay, kaufen wir mehr Satelliten. Aber das geht halt nur begrenzt. Man kann halt, wenn man irgendwie über so einem Schlachtfeld wie Afghanistan halt ein paar hundert Drohnen zur selben Zeit im Einsatz hat, da geht einfach nicht genug Satellitenkapazität zu kaufen. Was ist die logische Folge davon? Man verlagert Intelligenz in die Drohnen. Und das ist auch genau das, worin der interessante und auch wichtige Aspekt dieser Bewaffnungsdebatte gerade liegt. Wenn wir uns viele Drohnen kaufen als Deutschland, dann sagen wir automatisch damit, wir steigen in die Automatisierung ein, in die Automatisierung der Zielfindung, in die Automatisierung der Bekämpfung. Und wenn man sich so anguckt, was so in verschiedenen Fraunhofer-Instituten und Universitäten stattfindet, wo an genau solchen Sachen geforscht wird, zum Beispiel daran, Fahrzeuge über lange Zeit zu tracken und als böse zu identifizieren, weil sie bestimmten Mustern folgen, Panzer zu identifizieren und so weiter und so fort, dann ist die ideologische und technische Vorbereitung dafür schon lange im Gange. Also im Kern ist die Frage, wollen wir bewaffnete Drohnen? Die Frage, wollen wir bewaffnete Auslandseinsätze? Also darum geht es eigentlich so. Und zwar sagen die Befürworter, naja gut, dann kommen halt weniger deutsche Soldaten um, wenn wir halt irgendwie unsere Kriege im Ausland mit Drohnen führen können. Und demzufolge ist es politisch einfacher, Auslandseinsätze zu führen. Und man kann halt sagen, okay, das ist halt gut, weil irgendwie, keine Ahnung, wenn man in Mali unterwegs ist, dann rettet man ja Leben oder was sonst immer die aktuelle humanitäre Ausrede des Tages ist. Und genau diese Frage, wollen wir das oder nicht, hängt an dieser Drohnenfrage quasi kristallisiert. Haben wir den Wunsch, dass Deutschland in aller Welt unterwegs ist mit irgendwie hochgerüsteten Drohnen, ohne dass irgendwie ein ernsthaftes Risiko für das Umkommen von Bundeswehrsoldaten besteht? Oder sagen wir lieber, Deutschland sollte sich lieber mal raushalten? Was wir hier haben, ist übrigens ein Bild aus dem Kosovo. Herr de Maizière sagt halt gerade, er möchte gerne Drohnen möglichst schnell kaufen, bewaffnete Drohnen, um eben diese Einsatzfähigkeit zu erreichen, also um in der Lage zu sein, die Bundeswehr ohne Risiko einer von im Plastisack nach Hause kommenden Bundeswehrsoldaten einsetzen zu können.
Und dementsprechend drückt er auch ganz schön auf die Tube. Der Widerstand kommt interessanterweise zum Teil auch aus der Union, also von CDU-CSU-Abgeordneten. Wobei ich mir heute habe sagen lassen, dass der durchaus daher kommt, dass die deutschen Rüstungskonzerne noch keine richtigen bewaffneten Drohnenangebote haben, die schon funktionieren und deswegen bevorzugen würden, dass es noch 2 bis 3 Jahre dauert, bis die Beschaffungsentscheidung getroffen wird, weil dann halt nicht amerikanische Modelle gekauft werden. Das heißt, also, da muss man in der Debatte ein bisschen aufpassen, wer so die Verbündeten sind. Ein weiterer Aspekt der Drohnendebatte ist natürlich der Einsatz im Innern. Was wir hier haben, ist halt so die typische Polizeidrohne, die sich halt jetzt nicht großartig von dem unterscheidet, was wir halt irgendwie so auf dem Camp fliegen. Bisschen robuster, bisschen längere Flugzeug, bisschen bessere Kamera, aber jetzt erstmal noch kein dramatischer Quantensprung. Der kommt jetzt erst noch, nämlich dahingehend, dass Drohnen immer autonomer werden, dass halt die Befehle, die man diesen Drohnen geben kann, immer abstrakter werden. Momentan steuert man so eine militärische Drohne so, dass man sagt, okay, starten macht man noch so halb per Hand. Danach wird übergeben ans sogenannte Mission Team. Das Mission Team sagt, flieg mal dahin und dann flieg mal da eine Achterschleife und sieh mal zu, dass deine Kamera diese und jene Gegenden abdeckt. Und erst wenn da irgendwas Interessantes ist oder wenn halt irgendwie eine Aufgabe kommt, wo man diese Drohne braucht, schaltet sich der Operator tatsächlich live auf die Drohne drauf und steuert zum Beispiel die Kamera per Hand oder löst zum Beispiel das Tracking der Kamera auf ein bestimmtes Fahrzeug per Hand aus oder löst dann halt die Rakete aus. Und das heißt so, die fortgeschrittenen Drohnenteams der Amerikaner fliegen momentan 4 Drohnen auf einmal mit einem 2-Personen-Team und die wollen gerne auf 16. Das heißt also, das Ziel ist halt immer weitere Automatisierung, wobei sie momentan betonen, der Mensch soll zumindest für die sogenannte Kill Decision, also die Tötungsentscheidung, immer noch in der Loop sein. Das heißt also, das soll dann tatsächlich der Mensch machen. Die interessante Frage ist halt nur auf der Grundlage, welcher Daten tut er das und wie fällt er seine Entscheidung und fällt er sie möglicherweise auf der Basis von Empfehlungen aus dem Computer, der eine Pattern-Analyse gemacht hat. Die Frage, wie passen wir denn so als Drohnenbastler da rein in dieses ganze Bild, ist natürlich eine kritische, weil klar ist natürlich, wenn wir jetzt überziehen mit der Kritik daran, dann sind wir die Ersten, die irgendwie nicht mehr fliegen dürfen. Das heißt, also, die Frage der Forschungs- und Bastelfreiheit ist in dieser Debatte für mich durchaus auch eine sehr, sehr entscheidende. Zumal halt natürlich irgendwie die Furcht, irgendwie, okay, wenn wir jetzt alle so eine kleine Drohne haben, dann spielen wir uns alle gegenseitig aus, ist zum Teil berechtigt, zum Teil ist ja auch Unsinn. Also wer es mal ausprobieren will, man kann so für 300 Euro sich ein sehr ordentliches Drohnenmodell bei Amazon kaufen, steuert man mit seinem iPad oder Android-Tablet, fliegt super. Ich zeige gleich noch ein bisschen Video davon während der Fragesession, damit man sich mal einen Eindruck machen kann, was da so rauskommt. Nochmal kurz die Kernfragen der Debatte. Wie stehen wir zu Auslandseinsätzen? Wollen wir das nicht? Wenn wir es toll finden, dann können wir auch bewaffnete Drohnen toll finden vielleicht oder nicht. Die Frage der Autonomität und Automatisierung, wollen wir die Entscheidung und auch das Kriegführen immer mehr an unsere Maschinen delegieren? Wollen wir uns darauf verlassen, dass unsere Software gut funktioniert, dass der Gegner sie nicht irgendwie manipulieren kann, dass unser Pattern-Matching korrekt ist, was es meistens nicht ist? Die nächste Frage, die halt insbesondere halt natürlich im staatlichen Kontext debattiert wird, ist die Frage von Verbreitung und Kontrolle. Zum einen natürlich, welche anderen Staaten bekommen Zugriff auf diese Technologie, Stichwort Indien, China, Russland, die alle schon Drohnen haben und auch schon bewaffnete Drohnen entwickeln, die sie in den nächsten Jahren einsetzen werden. Was passiert denn plötzlich, wenn nicht mehr die Amerikaner die einzigen sind, die mit solchen Dingern rumfliegen und in irgendwelchen afrikanischen Ländern Leute umbringen oder auch in Südamerika oder in den USA? Die nächste Frage ist die Frage nach der ubiquitären Überwachung mit solchen Systemen wie GorgonStare. Werden wir dahin kommen, dass es technisch möglich ist, dass zum Beispiel auch Strafverfolgungsbehörden das, was sie heute mit einem Hubschrauber machen, der dann mal irgendwo hinguckt, wenn sie denselben Hubschrauber über Berlin parken, wenn halt mal wieder eine Großlage ist und da so ein GorgonStare-System drin ist, dann haben die quasi die Kapazität, hätten sie 50 Hubschrauber am Himmel mit nur einem relativ unauffälligen, weit oben hängenden. Die Frage der Bastel- und Forschungsfreiheit, ganz eng damit verbunden. Die nächste Frage ist natürlich internationale Abkommen. Können wir möglicherweise als politische Forderung sagen, okay, wir wollen erstmal einfach keine bewaffneten Drohnen und wir wollen, dass es internationale Abkommen gibt, die ächten, dass bewaffnete Drohnen eingesetzt werden. Einfach aus dem Grund, weil wir nicht sicher sein können, was die Folgen sein werden. Also eine der Folgen, die relativ klar und offensichtlich sind, ist, wenn diese Drohnen in quasi jedermanns Hand kommen,
ist es möglich, spurenfreie Morde zu begehen. Also man kann dann halt Leute umbringen, die einem nicht in den politischen oder kommerziellen Kram passen, ohne dass klar ist, wer hat sie dann eigentlich umgebracht. So, wenn man halt eine bestimmte Größe hat, also sagen wir mal ein Military Contractor ist, und da weiß dann halt niemand von, außer derjenige, der die Drohne programmiert hat. Ein möglicher Ausweg ist zum Beispiel sowas ähnliches wie eine Kennzeichnungspflicht, also zu sagen, okay, jede Drohne muss eine Funkbark enthalten, die sagt, wem sie gehört und was ihr Auftrag ist. Und Drohnen, die solche Funkbarken nicht enthalten, müssen halt von der Luftverteidigung vom Himmel geholt werden. So. Noch ein kurzer Literaturtipp, das ist heute auf Deutsch von Daniel Suras Kill Decision. Gibt einen schönen Ausblick darauf, was so passieren wird. Und während der Frage- und Antwort-Session zeige ich euch noch ein bisschen Video, wie so eine AR-Drohne aussieht. Super, herzlichen Dank. Also, du hast vollkommen recht, es ist tatsächlich so, dass es gerade insbesondere für, ich sag mal, Verschwörer in Anführungszeichen innerhalb des militärischen und staatlichen Machtapparates sehr viel einfacher wird, Dinge durchzusetzen. So. Und wenn man diese Sachen ein bisschen konsequent weiterdenkt, dann kommen wir auch dahin, dass zum Beispiel die Polizei bewaffnete oder wie nicht tödlich bewaffnete Bodendrohnen einsetzt statt Polizisten gegen Demonstranten. Das heißt also, die Machtmultiplikation, die da entstehen kann, wenn halt solche Technologie einmal richtig entwickelt ist und keiner demokratischen Kontrolle unterliegt, ist erheblich. Und deswegen ist meiner Meinung nach der sinnvolle Weg halt zu fordern, dass es halt irgendwie ein internationales Abkommen gegen solche Dinge gibt, also dass die halt genauso geächtet werden, wie andere Formen militärischer und Polizeitechnologie geächtet werden. Und ich weiß, die Chancen sind momentan gering, weil alle Staaten gerade zu sabbern. Einer der Gründe ist halt dafür, dass die Kosten für eine konventionelle Luftwaffe mittlerweile so hoch sind, dass sich kaum noch jemand die leisten kann. Also die Kosten für so einen Eurofighter sind ungefähr Faktor 30 mal so hoch wie irgendwie für eine ordentliche Drohne. Und viel mehr kann der auch nicht, außer ein bisschen schneller fliegen. Und das heißt, die Staaten sehen halt auch ein erhebliches Potenzial für Einsparung. Und daraus folgt halt eben auch dann wiederum dieser Druck, der momentan da ist, dass halt versucht wird, die komplette Luftwaffe umzustellen auf Drohnen und damit halt natürlich auch die Entscheidungsgewalt in immer weniger Händen zu konzentrieren. Und wenn man sagt, okay, wir kriegen möglicherweise ein internationales Abkommen nicht durch, also wir schaffen es nicht, bewaffnete Drohnen international zu ächten und zu verhindern, dann muss man halt den nächsten Schritt zurückgehen, zu sagen, okay, wir wollen Kennzeichnungspflicht, damit halt nicht irgendwelche unmarkierten Drohnen in irgendwelchen Wüstenländern Leute umbringen können, der will es keiner gewesen sein. Der zweite ist, dass halt sowas wie eine Transparenzpflicht für Einsätze bestehen muss. Das heißt also, dass halt Staaten deklarieren müssen, wenn sie Drohnen irgendwo eingesetzt haben, wogegen die sich mit Händen und Füßen wehren werden, weil die Geheimdienste haben da großen Spaß gerade dran, an diesen Drohnen. Und die dritte Forderung ist, dass es halt eben auch sowas wie eine Deklarationspflicht über Technologie-Capabilities gibt. Also dass halt gesagt wird, okay, wenn du Drohnen einsetzt, dann möchten wir bitte wissen, welches Modell es ist und was es kann, genauso wie es halt irgendwie in den Nuklearwaffensperrabkommen halt eine gewisse Pflicht gibt, zur Transparenz zu sagen, wie weit kann die Rakete, wie weit fliegt die, was für Sprengköpfe kann sie tragen, wollen wir eigentlich wissen, was können diese Drohnenmodelle eigentlich, um zum Beispiel Limitierungen verhandeln zu können. Die Frage ist halt eben, ob das überhaupt funktionieren kann, also ob die Staaten nicht halt einfach ein viel zu großes Interesse daran haben, jetzt einfach so ein Free-for-All zu machen und viel zu spät aufwachen, nämlich genau dann, wenn halt irgendwie, keine Ahnung, die Saudis oder die Sudanesen anfangen halt, amerikanische Senatoren in Texas irgendwie mit Drohnen, die von Mexiko aus kommen, umzubringen, weil sie gerade Spaß daran haben. Dann wird es interessant.